Der CHR ist das neue Modellpaket aus dem Hause Toyota. Selbstverständlich auch als Hybridmodell tritt der CHR mit eigenwilliger Karosse. Im Falle des Hybrid als frontangetriebener SUV an. Der Innenraumzuschnitt erfolgt ganz gezielt auf eine Zwei-Personen-Nutzung. Zahlreiche Applikationen, Klavierlackoptik und die Verwendung und Materialmix sind hochwertig. Fahrer und Beifahrer sitzen im kompakten CHR noch erster Klasse. Die Hinterbänkler dagegen müssen nicht unerhebliche Einschränkungen in der Kopffreiheit und in der Sicht nach außen in Kauf nehmen. Da Toyota bereits 20 Jahre Erfahrung im Hybridantrieb vorweisen kann, verwundert es nicht, dass der gleiche Antriebsstrang wie im Prius auch im CHR funktioniert. Das Zusammenspiel zwischen Elektromotor, Benziner und stufenlosem Getriebe erfolgt unmerklich und lässt sich deshalb fahrerseitig am besten über den großen Bildschirm, über den Monitor verfolgen. Bei innerstädtischen Geschwindigkeiten unterstützt der Elektroantrieb den 1,8 Liter Benziner erfolgreich. Vorzugsweise spielt der Hybrid genau in diesem Bereich seine Vorteile aus, indem der Verbrenner häufig gar nicht erst mitläuft. Oberhalb innerstädtischer Geschwindigkeiten übernimmt der Benziner die Mehrzahl der Aktivleistungen und diese sind bei ihm sehr begrenzt. Ein Drehmoment von 142 Newtonmeter und das bei einer eher schwindelerregenden Drehzahl sorgt zwar für Drehzahlorgien im stufenlosen Getriebe, nicht aber zu dynamischen Begeisterungsstürmen. Auch wenn die Systemleistung von 122 PS nach Herstellerangaben 170 km/h Höchstgeschwindigkeit ermöglicht, sollte die regelmäßige Höchstgeschwindigkeit eher selten den dreistelligen Geschwindigkeitsbereich erreichen, um den Sparvorteil des Hybridantriebs zu ermöglichen.